Jeder, der schon länger an der Börse aktiv ist, hat schon häufiger den Begriff Buy the Dip gehört. Aber was genau ist Buy the Dip und macht es wirklich immer Sinn, den Dip zu kaufen? In diesem Video kläre ich genau auf, wann es Sinn macht und wann nicht. Bleib daher unbedingt bis zum Ende dran. Nach dem Intro geht's los. Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex von Smart2Finance. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz erklären, was überhaupt Buy the Dip bedeutet. Ein Dip ist immer ein Rücksetzer in einem Kursverlauf. Man möchte bei Buy the Dip, wie der Name schon sagt, möglichst den Rücksetzer kaufen, um eine Aktie zu einem günstigeren Kurs zu erwerben. Dazu gibt es die Möglichkeit, auch gewisse Cash-Reserven zurückzubehalten, was bedeutet, dass man sein Portfolio nicht komplett in Aktien investiert, sondern immer einen Teil in Euro oder Dollar oder einer anderen Fiat-Währung auf Seite liegen lässt, um, falls Aktienkurse fallen, günstiger nachzukaufen. Dadurch erhofft man sich, in der Summe dann einen günstigeren Durchschnittspreis zu erwerben. Und es macht natürlich nur Sinn, wenn man den Dip auch kauft, wenn Aktienkurse sich momentan in einem Bullenmarkt oder in einem Aufwärtstrend befinden. Noch eine kleine Bitte in eigener Sache, wenn dir das Video gefällt, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die kleine Glocke anklickst. Dann wirst du von YouTube immer informiert, sobald es von mir ein neues Video rund um die Themen Finanzen und Investments gibt. Jetzt machen wir aber weiter. Ich habe es euch hier nochmal grafisch verdeutlicht. Also der Aktienkurs steigt und macht irgendwann, was meistens der Fall ist, einen Rücksetzer und steigt danach wieder weiter. Diesen Rücksetzer nennt man, wie gesagt, schon Dip und man versucht möglichst, in diesem Bereich dann einzusteigen, um die Aktie dann günstiger zu bekommen und nicht am Hoch einzusteigen, wie man es jetzt hier sehen würde, einfach um eine höhere Rendite zu erzielen. Natürlich macht das Ganze nur Sinn, wenn sich die Aktie, wie ich schon gesagt habe, in einem Aufwärtstrend befindet und wir würden dann versuchen, immer die Aktie dann zu kaufen, wenn es einen stärkeren Rücksetzer gibt. Ich möchte euch einmal zeigen, woran man einen Aufwärtstrend erkennt. Ein Aufwärtstrend kennzeichnet sich dadurch, dass wir immer höhere Hochs haben. Also wie man schon sehen kann, die nächsten Hochs sind immer etwas höher als die Hochs davor und wir haben immer höhere Tiefs. Das heißt, hier haben wir ein Tief, hier haben wir ein Tief, hier haben wir ein Tief. Also jedes Tief, das wir machen, befindet sich insgesamt in einem Aufwärtstrend und die Hochs ebenfalls. Es gibt aber natürlich auch Abwärtstrends bei Aktien. Das ist dann immer, wenn eine Aktie eine längere Zeit einfach fällt. Und hier kennzeichnet sich ein Abwärtstrend dadurch, dass wir immer niedrigere Hochs erzielen. Das heißt, jedes Hoch hat einen schlechteren, einen niedrigeren Kurs als das Hoch davor und auch die Tiefs werden immer tiefer. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, in einem Abwärtstrend immer den Dip zu kaufen, weil selbst wenn ich jetzt hier einsteigen würde oder in dem nächsten Dip oder in dem nächsten Dip, würde die Aktie immer weiter fallen und ich würde so gesehen ins fallende Messer greifen. Das ist ja eigentlich ein Kinderspiel. Wir müssen ja folglich nur immer den Dip kaufen, wenn immer die Aktie in einem Aufwärtstrend ist und sich in einem Bullenmarkt befindet. Und dann erzielen wir für alle Zeit eine super Rendite. Einfacher geht's doch gar nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Denn wir wissen natürlich nicht, befindet sich eine Aktie jetzt wirklich langfristig in einem Aufwärtstrend oder endet dieser vielleicht gerade dann, wenn ich den Dip kaufe. Wie kann ich das aber erkennen? Denn die Aktienmärkte steigen und fallen natürlich mit ganz verschiedenen Ereignissen. Also selbst wenn sich eine Aktie gerade in einem Bullenmarkt befindet und der Aufwärtstrend vollkommen intakt ist, reicht eine kleine Aussage der Notenbank oder es bricht eine Krise, eine Pandemie oder ein Krieg aus und schon kann sich das Ganze wieder ändern. Hier kann uns allerdings die Charttechnik helfen. Aus diesem Grund wechseln wir jetzt nochmal zurück auf den Bildschirm. Wie man jetzt schon sehen kann, gibt es theoretisch zwei mögliche Szenarien. Wir befinden uns folglich aktuell in einem Aufwärtstrend. Der kennzeichnet sich dadurch, dass wir immer höher werdende Hochs haben und immer höher werdende Tiefs. Und dann kommen wir an einen Punkt, da haben wir hier wieder ein neues Hoch gemacht. Dann haben wir ein neues Tief gemacht. Und ab dem Moment weiß man jetzt natürlich nicht, werden wir als nächstes wieder ein Hoch erwischen und dann wieder ein Tief und wir gehen weiter im Aufwärtstrend oder wird das nächste Hoch dann eben dieses hier werden und danach fällt der Aktienkurs wieder. Wie können wir das jetzt aber feststellen? Hier hilft uns natürlich die Charttechnik wieder ein bisschen weiter. Ich lösche hier nochmal die letzten paar Kreise. Wir sehen jetzt hier, dass wir im grünen Szenario wieder ein neues Hoch machen, welches höher ist als das Hoch davor. Und das Tief, was wir danach machen, ist ebenfalls wieder höher als das Tief davor. Wenn das Ganze so weitergeht, kann man davon ausgehen, dass man sich in einem Aufwärtstrend befindet. Natürlich kann dieser Aufwärtstrend auch jederzeit unterbrochen werden, obwohl charttechnisch alles darauf hindeutet. Aber so ist es ja natürlich immer an der Börse, man arbeitet nach Wahrscheinlichkeiten. Man kann auch nie sicher sein, dass etwas immer funktioniert, aber wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, wird man langfristig erfolgreich an der Börse sein.
Hier haben wir jetzt aber die Möglichkeit zu erkennen, wenn der Aufwärtstrend plötzlich unterbricht. Falls jetzt quasi das nächste Hoch, welches wir jetzt hier gemacht hätten in dem roten Szenario, nicht mehr höher ist als das Hoch davor. Und danach bilden wir ein Tief und dieses Tief ist bereits niedriger als dieses Tief davor. Dann erkennen wir schon, dass sich aktuell eine Trendumkehr ergibt und das ist schon meistens das erste Warnzeichen. Das Ganze nennt man dann auch Verkaufssignal. Also hier an dieser Stelle macht es definitiv Sinn, als kurz- oder mittelfristiger Investor dann auch auszusteigen. Das ist auf jeden Fall ein Warnzeichen, das einen erkennen lässt, dass man hier nicht mehr weiter in den Dip investieren sollte, weil vermutlich der nächste Dip wieder ein nächstes Tief wird, welches sich dann vermutlich wieder so fortzeichnen würde. Von daher auf jeden Fall hier nicht mehr neu einsteigen. Um dann auch zusätzlich zu erkennen, dass der Aufwärtstrend zu Ende geht, gibt es noch die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, okay, was muss ich tun? Ich schaue mir dann an dieser Stelle nämlich dieses letzte Tief an. Das wäre dann meine Linie, anhand derer ich erkennen würde, dass der Aufwärtstrend zu Ende ist. Sobald nämlich jetzt unser Aktienkurs, nachdem das letzte Hoch sowieso schon niedriger war als das Hoch davor, durch unsere gestrichelte Linie durchfällt, würde man auf jeden Fall erkennen, dass hier der Aufwärtstrend zu Ende ist. Also sobald eine Aktie ein Hoch macht, welches sowieso schon niedriger ist und dann durch diese horizontale Unterstützung durchfallen wird, was uns dann eben signalisiert, dass das nächste Tief niedriger sein wird als das Tief davor, das bedeutet dann, dass man an dieser Stelle auf jeden Fall aussteigen muss. Und ab hier, spätestens ab hier, macht Buy the Dip auf gar keinen Fall mehr Sinn. Natürlich ist es jetzt aber so, dass Buy the Dip eher was für kurz- bis mittelfristige Investoren ist. Wenn man von einer langfristigen Geldanlage spricht, in diesem Fall über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, in denen ich in eine Aktie investiere, macht es sowieso nicht ganz den großen Unterschied. Allerdings kann ich meine Rendite sehr gut verbessern, indem ich an einem günstigen Kurs kaufe und langfristig dadurch eine bessere Rendite erziele. Das werde ich euch jetzt gleich anhand des Apple-Charts zeigen. Wenn man aber von einem kurzfristigen oder mittelfristigen Investment spricht, hier eher dann vom Trading spricht, dann ist es jedoch so, dass Buy the Dip sehr wohl Sinn machen könnte, aber man sollte dann hier auf jeden Fall auf die Charttechnik achten und auch spätestens beim Verkaufssignal wieder aussteigen. So, ich bin jetzt einmal in den Aktienfinder reingegangen und möchte euch einmal hier zum Beispiel die Apple-Aktie zeigen. Ich habe deswegen die Apple-Aktie genommen, weil diese Aktie über einen sehr langen Zeitraum immer eine sehr gute Rendite erzielt hat und das Unternehmen fundamental sehr stark aufgestellt ist, was die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen angeht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in das Jahr 2008 gehe, da hatten wir ja hier das Platzen der Immobilienblase und der Aktienkurs stand irgendwo bei 6,31 $. Hätte ich damals am Hochpunkt kurz vor dem Platzen der Blase die Apple-Aktie gekauft, dann hätte ich heute, wenn ich jetzt hier bis zum aktuellen Kurs gehe, hätten wir bis heute eine Rendite von sage und schreibe 2.554% erzielt. Das eingesetzte Kapital hätte sich in knapp 14 Jahren ver-25-facht. Also das ist eine wahnsinnige Rendite. Man erkennt auch hier, dass es aufs Jahr gesehen eine Rendite von durchschnittlich 27,1% gewesen wären. Wenn man jetzt zum Beispiel den MSCI World oder den S&P 500 nimmt, dann liegen wir hier irgendwo bei in etwa 8% im Jahr, was auch schon sehr gut ist. Allerdings hätte man mit der Apple-Aktie quasi das Vierfache erreicht. Wenn man jetzt aber sogar daher gehen würde, und ich würde jetzt sagen, ich habe den Dip gekauft, die Aktie ist nach dem Kurs von 6,31 irgendwo auf 3 Dollar, fast unter 3 Dollar, also 2,94 $ gefallen. Wenn ich jetzt den Einstiegszeitpunkt hier setze, und man hätte es tatsächlich geschafft, den Dip zu kaufen. Also in dem Fall ist es natürlich kein kurzfristiger Dip, sondern schon ein etwas größerer. Und ich wäre jetzt hier eingestiegen und hätte es genau perfekt erwischt. Dann hätte sich meine Rendite extrem verbessert. Ich hätte dann bis heute 5.597%, also fast das Doppelte an Rendite erzielt, was im Jahr gesehen oder aufs Jahr gesehen im Durchschnitt 35,6% ausmacht. Also hier erkennt man schon, dass selbst bei einer langfristigen Geldanlage, wenn man hier den Dip kauft, die Rendite sich deutlich, deutlich aufbessern lässt. Selbstverständlich ist auch die Rendite am Hochpunkt eine sehr gute gewesen. Von daher ist es immer wichtiger, dass man, es heißt ja nicht umsonst, Time in the Market beats Timing the Market. Also je länger man im Markt mit seinem Geld ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man langfristig auch eine Rendite erzielt. Und es ist sowieso fast unmöglich, den Markt perfekt zu timen. Wenn aber die Aktie langfristig fundamental passt und man von dem Unternehmen überzeugt ist, sollte man auf jeden Fall versuchen, günstig in die Aktie reinzukommen, weil man dann eben langfristig eine bessere Rendite erzielt. Wie schon gesagt, spielen natürlich bei einem sehr langfristigen Investment, wie jetzt hier über 14 Jahre oder noch länger, immer die fundamentalen Kennzahlen eine sehr wichtige Rolle.
Ich möchte euch nur anhand des Aktienfinders einmal als Beispiel zeigen, wie es bei Apple in etwa aussieht. Man erkennt ja hier schon in grün die Gewinne, die das Unternehmen erzielt über die verschiedenen Jahre, begonnen bei 1999, erkennt man, dass eigentlich das Unternehmen bis auf minimale Rücksetzer seine Unternehmensgewinne Jahr für Jahr steigern kann. Auch hier, was das Gesamtvermögen angeht, erkennt man auch hier, dass dieses Jahr für Jahr steigt und anhand der unten, also anhand dieser grünen Leiste erkennt man immer die Tilgungskraft. Das bedeutet, das Unternehmen hat im Vergleich zu den roten Balken, das sind dann die verzinsten Schulden, quasi so viel Tilgungskraft, sodass Apple innerhalb von einem Jahr fast seine kompletten verzinsten Schulden auch tilgen könnte. Also man erkennt hier, das Unternehmen ist kerngesund von den Fundamentaldaten und steigert seine Gewinne regelmäßig. In solche Unternehmen kann man jederzeit, meiner Meinung nach, langfristig gesehen investieren und da macht auch jeder Rücksetzer definitiv Sinn. Ich möchte euch jetzt mal im Gegenzug eine andere Aktie zeigen. Das wäre dann die 3D Systems. Ich gehe dazu einmal kurz hier ins Trading View und dann möchte ich euch einmal zeigen, wie die 3D Systems einen Hype erlebt hat. Ich gehe hierzu einmal in das Jahr 2013 und 2014 zurück. Und man erkennt hier schon, dass das Unternehmen, das eigentlich in dem Bullenmarkt, in dem Aufwärtstrend, jeder Dip eine Kaufchance war. Hätte ich jetzt quasi hier gekauft oder hätte ich jetzt hier gekauft. Oder hätte ich jetzt zum Beispiel auch hier gekauft. Also jeder kleinere Dip wäre immer eine Chance gewesen und anschließend gäbe es immer einen weiteren Aufwärtstrend. Auch hier gab es nochmal einen kleinen Dip. Auch hier noch einen letzten. Und so hätte ich dann quasi immer einsteigen können. Wäre ich jetzt allerdings beim letzten Dip, zum Beispiel jetzt hier oben, ging es jetzt auf den Hochpunkt, danach ging es runter und ich hätte jetzt gedacht, oh super, hier habe ich den Dip gekauft. Dann würde ich natürlich mit dem nächsten Dip und mit dem nächsten Dip immer weiter in einen Abwärtstrend investieren und würde mein ganzes Geld, wenn ich davor schon Gewinne erzielt hätte, wieder zunichte machen. Oder falls ich ganz oben eingestiegen wäre, im schlimmsten Fall hätte ich nur Verluste mit der Aktie erzielt. So, woran konnte man jetzt aber erkennen, wann man hätte aussteigen können? Ich spreche aber auch hier wiederum bloß von einem kurz- oder mittelfristigen Investment, nicht von einem langfristigen. Das zeige ich euch dann nachher nochmal anhand der Fundamentaldaten der 3D Systems. So, wenn ich jetzt hier im Wochenchart heranzoome, dann würde ich hier schon erkennen, wir haben jetzt hier den Aufwärtstrend gehabt und spätestens hier erkenne ich jetzt, dass wir dann quasi oben an dem letzten Hochpunkt angekommen sind. Jetzt geht es runter. Woran hätte ich jetzt erkannt, dass ich hier beim letzten Dip falsch eingestiegen wäre? Jetzt hätte es jetzt hier den nächsten Dip gegeben. Dieser wäre jetzt in etwa hier gewesen. Und ich hätte mir jetzt gedacht, super, ich steige jetzt hier ein, habe einen großen Rücksetzer genutzt und danach wird es dann wieder, meiner Meinung nach, wieder steil bergauf gehen. Ich zeichne es einmal ein. Also man hätte ja davon ausgehen können, dass nach diesem Dip danach ein steiler Anstieg kommen würde. Aber woran wussten wir jetzt, dass es nicht mehr so ist? Ja, die Aktie hat jetzt hier an diesem Punkt, an diesem letzten Hochpunkt, wieder gedreht und ist herabgefallen. Und allerspätestens, wenn man dann sieht, dass ich zeichne jetzt hier eine horizontale Unterstützung ein, dass wir hier in etwa durch diese letzte horizontale Unterstützung auf Wochenschlusskursbasis drunter gefallen sind. In dem Moment, wo wir hier drunter gefallen sind, das lag damals irgendwo bei 64, 65 Dollar. Spätestens hier habe ich ein Verkaufssignal generiert und der nächste Dip lag dann hier unten und diesen hätte ich definitiv nicht mehr nachkaufen dürfen, weil wir kein neues Hoch gemacht haben, welches über diesem Hoch lag. Also unser nächster Hochpunkt hätte, wenn ich ihn jetzt hier nochmal einzeichnen würde, nach diesem Dip hätte unser nächster Hochpunkt irgendwo hier liegen müssen. Also der müsste auf jeden Fall über diesem hier liegen, über diesem hier. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt, unser letztes Hoch war dann hier. Das war dieses hier. Und das war definitiv schon niedriger als dieses hier. Also wie man schon erkennt, der Aufwärtstrend, der langfristige, der hier nach oben ging, wurde unterbrochen. Hier gab es einen Dip. Der hätte ja noch fortschreiten können, hat er aber nicht, sondern wir sind hier wieder durchgefallen. Wir sind durch diese horizontale Unterstützung durchgefallen und somit haben wir ein Verkaufssignal generiert und spätestens hier hätte man aus der Aktie aussteigen müssen. Dann hätte man sich nämlich diese ganzen Kursrückschläge, die danach noch kamen, alle gespart. Von daher sieht man schon, immer den Dip zu kaufen kann auf jeden Fall gefährlich sein. Man sollte es auf jeden Fall nicht einfach tun. Spätestens wenn man charttechnisch ein starkes Verkaufssignal generiert hat, darf man auf jeden Fall nicht mehr weiter die Dips aufkaufen. Und wenn man dann jetzt den langfristigen Chart sich noch einmal anschaut, ich scroll noch einmal raus, würde man sehen, dass wir bis zum heutigen Tag, selbst auf dem Hoch jetzt am 22. März 2021 bei 56 Dollar, noch immer sein Investment nicht zurück hätte. Also hier auf jeden Fall vorsichtig, wenn man als kurz- oder mittelfristiger Trader sagt, ich möchte gerne immer Dips kaufen und Aufwärtstrends nutzen, um Gewinne mitzunehmen, dann sollte man auf jeden Fall daran denken, immer wenn die Verkaufssignale generiert werden, auch wieder auszusteigen. Denn nur dann spart man sich diese starken Rücksetzer.
Wenn ich spätestens bei diesem letzten Zwischenhoch, welches nicht mehr so hoch war, ausgestiegen wäre, hätte ich mir einen Rücksetzer von bis zu 89% gespart bei der 3D Systems. Also ich hätte quasi mein gesamtes Kapital verloren, wenn ich dort nicht ausgestiegen wäre. Hätte zwar dann bis zum heutigen Zeitpunkt wieder ein bisschen Plus erzielt, allerdings würde ich heute hier stehen. Und wenn ich jetzt vom Hoch bis zum heutigen Hoch einmal nachschauen würde, wären wir immer noch bei einem Verlust von fast 85%. Woran erkennt man jetzt natürlich, dass die 3D Systems vielleicht für ein langfristiges Investment nicht geeignet ist und nicht jeder Dip automatisch kaufenswert ist, wie jetzt bei der Apple-Aktie? Dazu gehe ich nochmal in den Aktienfinder. Ich möchte es euch noch einmal einfach zeigen anhand eines Beispiels. Ja, und man erkennt hier schon, also die sind jetzt seit dem Jahr 2000 dokumentiert, man erkennt hier schon, dass eigentlich 3D Systems über die ganzen Jahre seine Gewinne nicht steigern konnte. Die roten eingezeichneten Diagramme sind sogar Verluste. Das heißt, das Unternehmen hat viele Jahre Verluste erzielt. Es war quasi nur ein kurzfristiger Hype, der dann wiederum weitere Käufer nach sich gezogen hat, die dann eben kurzfristig getradet haben, und die, die zuletzt kamen, haben dann die Zeche bezahlt und haben dann natürlich riesige Kursverluste erlitten. Auch hier unten, wenn man sich das Gesamtvermögen anschaut, hat die 3D Systems eigentlich nicht wirklich das Gesamtvermögen steigern können. Also es wurde zwar schon gesteigert, aber es gab immer wieder auch hier nach dem Jahr 2014 wieder stärkere Rücksetzer und dann dümpelt die Aktie so vor sich hin, das Unternehmen. Und hier hat es zwar das Gesamtvermögen gesteigert in den letzten 2 Jahren, allerdings nur, weil das Unternehmen neue Schulden aufgenommen hat. Das erkennt man hier an den roten Diagrammen. Also im Endeffekt ist die 3D Systems zum jetzigen Stand kein Unternehmen, welches ich persönlich als langfristiges Investment nehmen würde. Wenn man, wie gesagt, kurzzeitig mal traden möchte, kann man die Dips kaufen, dann aber wirklich nur in einem bestehenden Aufwärtstrend. Und sobald es ein Verkaufssignal gibt, muss man auf jeden Fall wieder raus. Mich würde einmal an der Stelle interessieren, ob du eher kurz- oder mittelfristig tradest oder ob du ein langfristiger Investor bist und ob du dazu immer den Dip auch kaufst und zu Nachkäufen nutzt oder ob du vielleicht von Anfang an dein ganzes Geld investiert hast. Schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Man sieht quasi schon, dass Buy the Dip viele Vorteile hat. Wenn man zum Beispiel eine Aktie kauft und man möchte da unbedingt rein, kann man immer sicher sein, dass man nicht zum Höchststand eingestiegen ist. Und man hat natürlich die große Chance, durch einen Nachkauf nochmal einen günstigeren Durchschnittspreis zu erwirtschaften, was dazu führt, dass man langfristig eine bessere Rendite erzielt. Aber es gibt natürlich auch einige Nachteile bei Buy the Dip. Wenn man zum Beispiel auf einen Dip wartet, weil man unbedingt in eine Aktie einsteigen möchte, aber vielleicht gibt es da gar keinen Dip oder der nächste Dip kommt erst so spät, dass es wesentlich klüger gewesen wäre, sofort einzusteigen, dann schaut man eben am Seitenrand zu und die Aktie steigt und steigt und steigt und man kommt einfach nicht rein. Es kommt zwar immer ein Dip, aber der kann natürlich auf einem viel höheren Niveau erst erfolgen und man hätte vielleicht schon weiter unten einsteigen können. Außerdem ist es sehr schwer, den Markt zu timen. Selbst wenn die Charttechnik, wie ich euch schon gezeigt habe, uns auf jeden Fall Signale gibt, wann man aussteigen müsste, wann ein Aufwärtstrend zu Ende geht, kann es trotzdem passieren, dass selbst wenn die Charttechnik 1 zu 1 perfekt läuft, ein Unternehmen zum Beispiel schlechte Quartalszahlen liefert oder es ein Krieg ausbricht oder eine andere Krise oder die Notenbank verkündet eine schlechte Neuigkeit, dass zum Beispiel die Zinsen angehoben werden und schon kann die ganze Charttechnik von hier auf jetzt dahin sein. Aber die wohl größte Gefahr ist natürlich, dass ich mich in einem Abwärtstrend befinde, den ich vielleicht noch gar nicht erkannt habe und ich voll ins fallende Messer greife. Wenn ich wie bei der 3D Systems Aktie quasi am Hochpunkt einsteige und denke, der nächste Dip ist ein Dip und dann fällt die Aktie weiter und weiter und ich vielleicht dann doch dran festhalte, weil ich mich vielleicht von den Chartsignalen nicht aus der Ruhe bringen lassen möchte, dann kann das natürlich zu enormen Kursverlusten führen. Man kann jedoch so als Mittelwert für sich herausnehmen, wenn man langfristig investieren möchte, am besten über 10 oder 20 Jahre oder noch länger und von einem Unternehmen überzeugt ist, weil dieses Unternehmen einen großen Burggraben hat, vielleicht große Alleinstellungsmerkmale und jedes Jahr seine Gewinne steigern kann, so wie zum Beispiel die Apple-Aktie, dann macht es Sinn, jeden Rücksetzer zu nutzen. Also wann immer ich vorhabe, jetzt für einen langen Zeitraum einzusteigen, sollte ich immer darauf warten, bis es einen kleineren Rücksetzer gibt und dann einsteigen. Sollte ich einen guten Zeitpunkt erwischen, kann ich natürlich die Rendite extrem verbessern, wie ich euch vorhin im Aktienfinder gezeigt habe. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm, weil langfristig das Unternehmen sowieso steigen wird und ich ohnehin Renditen erziele. Noch kurz am Rande ein Tipp für dich. Solltest du noch auf der Suche nach einem guten Online-Broker sein, weil du ein zweites Depot eröffnen möchtest oder weil du mit dem Aktienhandel einsteigen möchtest, nutze gerne die Links unten in der Videobeschreibung. Ich habe dir einmal Smart Broker und OnVista verlinkt. Ich persönlich handle auf beiden, da diese keine Depotgebühren haben und mir sehr gut gefallen. Und dann nochmal als Fazit. Also wenn man jetzt Buy the Dip machen möchte, sollte man auf jeden Fall bei gehypten Aktien vorsichtig sein, wenn die Fundamentaldaten nicht passen, dass man auch wirklich beim Verkaufssignal aussteigt, damit man sich die Finger nicht verbrennt. Wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat und in gute und in starke Unternehmen investiert, sollte man jeden Rücksetzer nutzen
um langfristig seine Rendite zu verbessern und nochmal günstig nachzukaufen. Wenn man neu einsteigt, selbst bei großen Megatrend-Aktien, die langfristig sehr wahrscheinlich immer weiter gute Renditen erzielt, macht es trotzdem Sinn, in mehrere kleine Tranchen einzusteigen. Am besten sollte man sein Geld vielleicht dritteln oder vierteln und das über ein halbes Jahr hinweg immer wieder zu investieren und am besten immer bei Rücksetzern in die Unternehmen einsteigen. Und sollte es zu einer stärkeren Korrektur kommen, hat man dann eben einen guten Durchschnittspreis erzielt. Wichtig ist auch, dass man immer breit diversifiziert in mehrere Branchen, wie zum Beispiel Pharma, Bankenwesen, Tech-Branche und so weiter und am besten auch über viele verschiedene Länder. Wenn man sich nicht besonders gut auskennt oder nicht in einzelne Aktien investieren möchte, dann macht auf jeden Fall das Investment in einem ETF Sinn. Wenn du wissen willst, was ein ETF ist, schau dir auch gerne mein Video da oben an, da bin ich nochmal darauf eingegangen. Und man sollte überlegen, ob man sich nicht langfristig einen Sparplan einrichtet, der dann monatlich automatisiert eine bestimmte Summe immer wieder in den Sparplan investiert, um langfristig sich ein Vermögen aufzubauen. Auch zum Thema Sparplan habe ich oben ein Video gemacht, schau es dir gerne auch einmal an. Wichtig ist für mich nochmal, dass ihr wisst, dass alle diese Sachen, die ich in diesem Video erzählt habe, nur meine eigene Erfahrung widerspiegeln und ich persönlich zwar so agiere, es aber keine Anlageberatung darstellen soll. Also macht bitte immer eure eigene Recherche, es ist euer eigenes Geld und bevor ihr investiert, solltet ihr auch wissen, was ihr tut. Und seid euch immer bewusst, dass ein Investment in Aktien und ETFs immer zu einem Verlust des Kapitals führen kann. Von daher lasst bitte unbedingt Vorsicht walten. Schaut euch gerne auch auf meinem YouTube-Kanal um. Ihr findet jetzt hier auf der Seite noch sämtliche Videos von mir und Playlists rund zum Thema Finanzen und Investments. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und hier auf meinem Kanal gleich bleibt und euch weitere Videos anschaut. Bis zum nächsten Mal, euer Alex und ciao.